Hallihallo, Hallöchen, meine Astronauten. Schön, dass ihr heute wieder mal am Start seid. Heute will ich die Gora wieder spielen. Gora kennen wir ja schon. Gut, das werden wir jetzt öfters mal haben, dass wir das ein oder andere Schiff doppelt sehen. Aber besonders, weil ich habe so ein bisschen was neu ausgerüstet. Beziehungsweise die Communications dachte ich hätte neu ausgerüstet, hat aber scheinbar nicht übernommen. Egal, trotzdem gutes Schiff. Und deswegen hüpfen wir da jetzt mal rein. Natürlich, bei Bedarf kann es auch sein, dass ich nochmal umswitchen muss. Aber aktuell mit dem Tactical Cruiser, Korvette, Dreadnought und zweimal Destroyer, zumindest bis gerade eben nochmal, schaut es eigentlich ganz gut aus. Jetzt haben wir zwei Dreadnoughts. Also, das sollte eigentlich alles schon irgendwie funktionieren. Jetzt gucken wir nur mal, was da Sache ist. Los geht's. Ich gehe erstmal auf Tauchstation. Was ganz lustig ist, das Rückfliegen, das ist so ein bisschen. Andersrum, weil man muss da immer. Ja, so ein bisschen anders fliegen, als man es gewohnt ist, weil wenn ich jetzt rückwärts nach rechts drücke, fliegt er auch so. Also, da muss man einfach nur ein bisschen drauf achten. Der andere geht hier auch ganz schnell runter. Ich habe kurz geguckt, wieso die anderen alle aufgestellt sind. Und jetzt, der war sehr spannend, was er sich dabei dachte. Auch der ist zerstört. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ah, ich wollte gerade noch wegjumpen. Aber da habe ich nicht mehr down bekommen. Aber trotzdem, die haben hier so viel unsinnige Action für die gemacht, dass ich mir hier drei Kills schon schnappen konnte. Das lief sehr nach Maß, muss ich sagen, bis dato. Der Gegner ist da immer schön reingesprungen in uns. Deswegen bleibe ich erstmal auch hier bei meiner Wahl des Zerstörers. Jetzt muss ich nur schnell wieder zu meinem Team. Jump Drive wird angemacht. Und auch der ist zerstört. Und da ist schon der nächste. Also die fliegen alle einzeln rein. Das ist für uns ideal. Besser geht's gar nicht in dem Spiel. Muss man einfach mal sagen, wie es ist. Und das ist die Ramme, die der da gerade angemacht hat. Aber, ja, damit kann ich ihn halt holen. So, jetzt will ich ein bisschen weiter vor, weil da vorne ist. Ja, oder nimm mal doch den. Ne, wir nehmen doch den. Ach, wir brauchen das jetzt alles, glaube ich, gar nicht. Aber jetzt den Damage. Jetzt brauche ich ihn. Und der dürfte down gehen. Ja. Und da hat er mich wieder. Der andere rammt hier scheinbar die ganze Zeit. Aber. Das ist halt eigentlich keine wirklich gute Taktik.
Und jetzt war ich dann doch irgendwann mal fällig, da war jetzt zu viel an Gegner. Aber wie gesagt, die gehen da ganz schön sehr aggressiv rein. Hier sehen wir Plasma Ramp, das ist genau das, was der andere gemacht hat. Das macht schon Schaden, aber man ist halt auch dann dafür sehr stark im Gegnerfokus. So, wir springen nochmal. Machen damit ein bisschen Weg gut. So. Und der hier, die nächste Ramme. So. Und jetzt kann ich wieder auf den gehen mit seiner Ramme. Und so, der Assist. New Rank 8. Und ja, jetzt hat er mich da weggemacht. Da war die Distanz recht nah und da war ich dann zwischen den beiden Gegnern flankiert. Aber bis dato habe ich eigentlich ein recht entspanntes Leben, sag ich mal. So wie die hier mit mir umgehen. 75-60, also die Kills kommen aber auch recht schnell. Also hier kann es gefühlt sich ganze Zeit noch wechseln und drehen. Also von dem her, da würde ich sagen, ist noch nichts passiert. So, der ist mal durch. Und auch hier, wie die reingehen, ist sehr, sehr, sehr krass. So. Jetzt wird nachgeladen erstmal. Aber auch hier, da kommt schon wieder der nächste. Und komm, der muss sterben. Den nehme ich mit. Und hier jetzt nehme ich da raus an Damage, was noch irgendwo ging, weil da war ich jetzt auch wieder zwischen drei Gegnern gestanden. Mein Team kommt jetzt auch nicht mehr nach und die drücken alle hier massivst rein, wie man sieht. Da hier unten auch dieser AK, der ist nicht wirklich produktiv gerade. Gott sei Dank habe ich hier noch einen anderen, der da gut mitspielt, aber es steht halt 90-90. So, deswegen, ich muss jetzt müsste das Team hier beieinander bleiben und ich bleibe jetzt auch mal bei den Jungs. Erstmal hier ein bisschen safe bleiben. Die anderen werden schon hoffentlich aggressiv reinkommen. So, und der muss erst mal weg. Und jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht, ob das... Nein, es war eine Niederlage, aber die war ja so eng, weil hier der vor mir gerade auch noch zerstört worden ist. Also das war ein 100-95 Spiel, muss das gewesen sein. Ich glaube, das ist eine der knappsten Niederlagen, die ich hier jemals eingefahren habe. Und dementsprechend trotzdem eine schöne Runde. Und er schreibt auch Noob Suicide Winning. Und das stimmt lustigerweise auch. Also hier sehr ungewöhnliche Spielart. Dieses Reinrushen. Aber hat geklappt. Muss man einfach den lassen. Unser Team hat sich da ganz schön abfrühstücken lassen. Man hätte halt einfach mal ein bisschen sein Schiff vielleicht variieren sollen. Aber hat für die gut funktioniert. Ich war aber Platz 1 und dementsprechend kann ich sagen, ich habe alles dafür getan, dass es am Ende eigentlich hätte doch noch klappen können oder sogar müssen. Ja, das war's dann mit dieser Ausgabe Let's Play Dreadnought. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.